8984. Ich bin gestern die ganze Treppe runtergefallen in Frankfurt auf dem Weg zur S-Bahn. Es war glatt, es hat geregnet, ich bin ausgerutscht und ich bin voll auf meinen Videorucksack gefallen. Und dann hat sich die Stativplatte vom Videorucksack in meinen Rücken gebohrt. Ich kann fast nicht sitzen. Ich sitze jetzt ein wenig verdreht, auch im Roxy. Alles blau, Handgelenk, alles. Fühle mich nicht gerade gut. Links geht's. Rechts geht's nicht. Dann nicht direkt auf den Arsch gefallen, sondern auf dem Rucksack. Und dann der Rucksack durchgeschlagen, zum Glück nichts an den Kameras passiert und nicht am Laptop. Gut, Kamera beefällig, meine neue. Laptop lässt auch gewaltig nach. Das Zelt, das sieht heute herum, dass es Unwetter gibt. Durch die Schmerzen und sonst was. Es ist da alles x-mal geschwollen, ich komme nirgendwo mehr rein. Thank you.
Arschloch. Schauen wir mal, wo da lang ist. Da ist nix. Sistron. Da sind keine Parkplätze. Schauen wir mal, da ist irgendwas. Blumen. Praxis. Also, dann nochmal beim Arzt gewesen. Der hat einmal das hier bandagiert. Der Rücken sollte geröntgt werden. Aber der größte Schwachsinn ist, wenn mich eine Woche lang warten muss, bis ich einen Rückentermin kriege, wenn ich was gebrochen habe, dann lange ich mir doch ans Hirn. Das ist doch krank, Herr Lauterbach. Und das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, sowas. Ich habe jetzt meinen Termin ausgemacht, aber ich gesagt, ich kann jetzt ja nicht sagen, ob ich zu dem Termin dann auch komme. Weil da muss man halt vorher absagen. Schauen wir mal, ob man was. Da ist die andere, das sieht man fast nicht. Kopfschmerzen. In der Nacken an, tut mir jetzt immer irgendwie. Heute wäre dann das Training um 11 Uhr gewesen, das Auslaufen von der Nationalmannschaft, aber nur Training alleine, ich weiß ja nicht, ist nicht so arg prickelnd. Besser wäre mal ein richtig ausführliches Training. Das Training zwei Tage vom Matchday, wo bisher auch die schönen Pressetermine waren, die haben sie jetzt halt gleich um den Tisch fallen lassen. Also die jetzt morgen sind. Oh, ich kann fast nicht sitzen. Machen wir mal schnell wieder einen Nusszopf weg heute. Wir haben Donnerstag. Jetzt geht's.
ist kein Auto. Es ist ein Leichtfahrzeug. Gibt. Aber ewig lange Schlangen und bis da dran kommst, so habe ich dann keine Lust. Warte mal, hier muss ich wegkommen. Mal schauen, ob es die haben. Haben es nicht. Ah, ja, ja.
bin schon wie unkonzentriert mit den Schmerzen. Von rechts hinten wieder. Wenn wir immer runter oder so. Komisch. Kennzeichen mit Adolf Hitler, ich glaube es nicht, dass man im Namen, wenn man dann. Voltarinsalbe. Bach. Tut alles weh. Thank you.
Kissen oder was rein. Thank you.
Okay. 12 Kilometer Restreichweite. Also gut, schauen wir mal, was bin ich gefahren. Fünfzehn Kilometer gefahren und 11 Kilometer Reichweite verbraucht. Also. Okay. 12 Kilometer Reichweite. Nidiert. Autofahren. Das ist doch Viech ins Auge geflogen. Das war jetzt Discord oder was? Eine Spinne. Mitten ins Auge. Nein. Handbremse. Ist schon alles zugewachsen hier.
Dingo, nicht Dingo. Das ist ja Absicht, dass man den Oingo. Das ist jetzt weiß, normal ist doch der Twingo immer vier Türen, aber das ist ja nur zwei Türen. Komisch. Weil sie überall durchlaufen müssen.